Abend, meine Damen und Herren, liebe Jazzfreunde. Zum 9. Mal findet das internationale Jazzfestival Viersen statt. Und zum 9. Mal können wir für Sie darüber berichten. Allerdings eine kleine Änderung hat es gegeben. Nicht 3 Tage, sondern nur 2 Tage ist das Programm. Ali, welchen Grund? Nun, ich glaube, es ist nicht nur Viersen alleine. Allgemein ist es mit der Jazzmusik sehr schwierig. Und wenn du im ganzen Land in der Republik nachschaust, siehst du, dass Gelder reduziert sind, Subventionen nicht mehr so laufen. Und das war besonders in Viersen der Fall. Hier war sogar die Diskussion im ersten Teil, dass es vielleicht überhaupt in Frage gestellt wird. Und letztendlich hat wohl der Ausschlag gegeben, es zu erhalten und dann zu reduzieren auf 2 Tage. Was natürlich heißt, weniger Ausgaben für Verwaltung, für Stadt im Allgemeinen. Ich bin eigentlich froh, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir die 2 Tage noch haben. Weil ich glaube, Jazzmusik ist wichtig und wir brauchen diesen Ort Viersen auch als Standpunkt. Und letztendlich muss man sich damit zufrieden geben. Glücklich bin ich nicht darüber. Gut, kann ich verstehen. Aber wenn man das Programm sich ansieht, wenn man die Namen sieht, die also vertreten sind, so könnte ich glauben, dass ein Gesundschrumpfen hier etwas Positives hat. Ja, ja, du musst natürlich, wenn du 2 Tage hast und wenn du unter diesem Druck arbeiten musst, dir Gedanken machen über das Programm überhaupt. Es gibt Puristen, die mit dem Vorwurf kommen und sagen, wie kann es sein, Joachim Kühn und dann die Funk. Oder wie es am Freitag ist mit Eddie Palmieri, dass man zum Beispiel sagt, jetzt werdet ihr kommerziell. Das sind Vorwürfe. Ich lasse die nicht gelten. Ich glaube, wir sollten das ganze Spektrum Musik zeigen und müssen nicht immer wie Puristen an einem Wort wie Jazz festhängen. Das ist eine Musik und wo improvisiert wird, die Funk, mit Funk macht auch Improvisation. Und es ist richtig, dass du dir Gedanken machst, für die Zukunft ein Festival wie hier in Viersen zu erhalten, musst du auch Zuschauerzahlen reisen. Die beste Musik und die besten Inhalte nützen nichts, wenn es eine kleine Gruppe ist. Und mir gefällt es einfach gut, diese Vielschichtigkeit in der Aussage der Musik. Weil wir sollen uns nicht nur auf Jazz festlegen, sondern es gibt Musik, Improvisation. Und es ist die Musik dieser Zeit und die drückt sich in verschiedenen Dingen aus. Elektronik, Akustik und das habe ich versucht im Programm auch deutlich zu machen. Ja gut, unabhängig davon, wir sind ja mitten im Festival. Also ja. Gestern haben wir den ersten Tag gehabt. Und im Gegensatz zu den vergangenen Jahren war es ein wirklich toll besuchter Freitag. Es war, glaube ich, der beste in, ich schätze es mal einfach. Ich bin nicht der Mann der Finanzen und der Zahlen, aber ich glaube, wir hatten weit über 800 Besucher am Freitag und das hatten wir 9 Jahren in Viersen nicht. Und es war natürlich auch toll. Ich meine, Klaus König macht seit 88 Großprojekte. Und ich muss sagen, ich habe 3 selbst erlebt, also das erste 88 nicht und ich fand dies das Beste. Spannend. Ja. Und es war sehr spannend. Es waren 75 Minuten Musik für ein Vokalquartett wie die Bobs und für Narratorsänger Moss, den ich unglaublich gut fand. Und die Band spielte gut. Und es war gut durchdacht. Es war also ein Konzept, was voll und ganz aufging. Und im Gegenpol dazu Eddie Palmieri, call him the Madman, der Lettenmusik. Und das hat es vielleicht auch ausgemacht, dass Leute kamen und sagen, wir gehen mal hin, weil diese Vielseitigkeit da ist. Und das hat sich also an einem Freitag stark bemerkbar gemacht. Also das muss ich sagen. Und mit dem Samstag, wir hoffen, dass es heute so gut wird, mit die Funk eben Joseph Bowie, der Bruder von Lester Bowie ist, den man alle kennt von Chicago Art Ensemble. Aziza Mustafa Sadeh, die aus Aserbaidschan. Ist es natürlich wunderbar, aber da steht natürlich auch wieder, das sind immer die kleinen Dinge, die musst du mit mir ertragen. Da steht eine Firma wie Sony hinter. Heute Mittag ist sie noch in London für einen Promotion-Auftritt. Das ist Vermarktung und ist natürlich auch liebevolle, romantische Pianomusik, die viel im Ohr ist, vielleicht eine Zeiterscheinung. Wo so viel Aggressivität um uns herum ist, ist es etwas Liebes. Und es sieht ja auch nicht schlecht aus. Ich habe sie vor einem Jahr in München in der Philharmonie gesehen und muss sagen, sie hatten eine wirklich schöne Musik gemacht, aber das Tollste, was mich am meisten beeindruckt, war ihre Koketterie mit dem Publikum. Ja, ja, ich meine, man muss es ja auch verkaufen und da hat sie sicher auch Zeichen gesetzt für andere, aber ich denke dann immer auch so 61 Bill Evans Trio, diese Dinge, oder Tristano, übrigens, das muss man dazu sagen, wir eröffnen den Samstag mit einer Gruppe, die in Europa wohl einer der anerkennendsten Rhythmusgruppen ist, mit Joachim Kühn, Daniel Lemaire und J.F. Jenny Clark. Und dazu kommt der wunderbare Saxophonist David Liebmann, der mit Tristano 67 spielte, der mit Miles Davis 73, 74 spielte, der mit Elvin Jones spielte. Ja. Eine spannende Sache. So, wenn du siehst, Kühn mit Liebmann und dann Aziza, etwas für das Herz, ein bisschen Wehmut. Und dann Augen. Vielleicht die Straßenaggressivität, wie diese Leute groß geworden sind mit dieser Musik in New York. Und das ist eine Mischung. Puristen werden ihre Schwierigkeit haben. Ich bin da sehr, also ich habe da großes Vertrauen. Schönen Dank. Ich, meine Damen und Herren, wünsche Ihnen viel Vergnügen bei unseren Ausschnitten von Konzerten des 9. Internationalen Jazzfestivals Viersen.
Ja, wir spielen halt ab und zu auch mal in abgespeckter, kleinerer Besetzung, auch mit verschiedenen Musikern hin und wieder. Und letztes Jahr habe ich mal ein Album gemacht mit Tommy Flanagan und Roy Ayers unter anderem. Und da dachte ich mir, es wäre eigentlich ganz nett, auch mal mit einer reduzierten Passport-Besetzung einige Stücke von diesem Album Building in New York, Street of Dreams, zu spielen. Was mit der gesamten Band wieder was ganz anderes würde, weil dann kämen die Gitarren noch dazu und Percussion. Und das gibt dem Ganzen dann wieder ein ganz anderes Flair. Und ja, das reizt mich ab und zu mal in dieser Besetzung auch zu spielen. Wobei dann ab und zu auch mal eben, wie gesagt, andere Musiker mitspielen. Ja, nun haben wir teilweise in Europa ein Problem mit vielen guten Musikern, besonders in den letzten Jahren. Wie siehst du die Situation, da du in Amerika viel gespielt hast und gerade im letzten Jahr noch mit Tommy Flanagan gespielt hast, wie siehst du überhaupt die Situation, amerikanische, authentische Jazzmusiker oder mit Europäern, wie heute mit jungen Europäern und Deutschen zu spielen? Ich sehe das als sehr positiv. Einerseits also für die hiesigen Musiker, für die amerikanischen Musiker genauso, die ja Europa und auch Japan brauchen als Betätigungsfeld. In Amerika geht es denen ja so gut und auch nicht. Also der Jazz hat in Amerika lange nicht den kulturellen Stellenwert, der ihm gebührte. Und insofern für die amerikanischen Musiker sehr wichtig, hier auch auf Festivals und Konzerten zu spielen. Und für hiesige Musiker ist es wieder ganz interessant, so einen Gedankenaustausch zu haben mit amerikanischen Musikern. Wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenken darf, also 50er Jahre, da gab es den Hot Club Düsseldorf und wir trafen uns dann einmal in der Woche und hörten uns gemeinsam Schallplatten an. Dietrich Schulz-Köhn sprach ab und zu mal ein paar Worte oder hielt einen Vortrag. Und das war unser Jazz live sozusagen. Und heute, man geht in den Plattenladen und der ist voll, übervoll mit Platten. Und man weiß gar nicht, also die jungen Leute wissen oft gar nicht, wo sie anfangen sollen. Das hat einen gewissen Nachteil. Wir hatten vorher den Vorteil der Reduzierung und eben des Nichtvorhandenseins der Musik. Man musste sich wirklich buchstäblich erkämpfen. Das war nicht, also die Zeit des Mangels war gar nicht mal so schlecht. Thank you.